Hallo Menschen, heute möchte ich endlich über meine Lieblingsbücher aus dem Jahr 2018 sprechen, die ich euch einfach chronologisch vorstellen werde. Also es gibt jetzt nicht nochmal eine extra Wertung in der Reihenfolge, in der ich sie euch vorstelle. Das erste Buch fällt tatsächlich auch so ein bisschen aus der Reihe, habe ich das Gefühl, denn Lieblingsbücher haben bei mir definitiv die Tendenz, eher ernste und eventuell so schwere Themen zu behandeln. Also nicht, dass das Buch an sich schwierig geschrieben sein muss, aber oft passiert doch schon so einiges Negatives, und das erste ist auf jeden Fall ein absolutes Herzensbuch, nämlich Allein von Guo Jing. Das ist ein stummes Comic, es kommt komplett ohne Text aus, und ich zeige euch mal ganz kurz, es geht um ein junges Mädchen in China, wobei das jetzt keine große Rolle spielt, was sich dann so niedlich, guck ich das mal an, was sich dann allein auf den Weg zu seiner Großmutter macht, weil es das halt wirklich eine gute Verbindung zu seiner Oma hat, und es steigt dann allerdings an der falschen Haltestelle aus, irgendwo mitten im Nichts, hat natürlich erstmal auch total Angst, ist verloren und dergleichen, und so viel sei noch verraten, es findet dann so ein Wesen, und das Ganze nimmt eine etwas magische Wendung, oder man kann es zumindest so interpretieren, vielleicht ist es ja auch nur die Fantasie des Kindes. Und die Worte, die mir zu diesem Buch immer einfallen, sind goldig und niedlich. Also ich finde das wirklich ganz und gar zauberhaft gezeichnet, und dann wäre es irgendwie auch ein bisschen verlogen, wenn ich jetzt sagen würde, ja gut, das Buch hat mein Leben nicht verändert, es hat mir nichts Neues gezeigt und dass es deswegen kein Liebling ist. Ich meine, es stimmt schon, ich habe jetzt nichts gelernt aus diesem Buch, aber es macht mir so ein gutes Gefühl. Ich glaube auch, dass es eines dieser Bücher ist, was ich immer mal wieder lesen oder durchblättern werde, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich mich eventuell auch nicht konzentrieren kann und dergleichen. Und tatsächlich habe ich es, seitdem ich es im Januar las, schon mehrmals wieder in die Hand genommen und durchgeblättert, weil ich halt so hübsch und ja, so nett, so niedlich finde, und dann ja, gehört es definitiv auch in die Lieblinge und hat sich seinen Platz da verdient, auch wenn das eben jetzt nicht eine irgendwie total schwere, gewichtige Geschichte ist. Mit dem zweiten Buch bewegen wir uns dann schon eher in diese ernste Richtung, nämlich Age is for Hawk von Helen MacDonald. Dieses Buch gibt es auch auf Deutsch, und auf meinem Kanal gibt es dazu auch eine Einzelrezension, in dem ich dann noch ein bisschen detaillierter drauf eingehe. Das hier sind schon, also ja, die Memoiren nach dem Tod ihres Vaters. Das heißt, man hat schon auch eine ganze Menge so Trauerbewältigung mit drin. Aber hier ist es noch auch der besondere Fall, dass sich nämlich Helen dann an das Abrichten, sagt man wahrscheinlich auf Deutsch, an das Abrichten eines Habichts macht. Eine Sache, der ich so grundsätzlich gar nicht mal nur positive Gefühle gegenüberbringe, aber das kam in diesem Buch so gut zusammen. Das waren wunderbare Naturbeschreibungen, zumal dieses Trainieren des Habichts auch eher eine Fluchtreaktion ist am Anfang, aber dadurch dann halt ganz viel wieder näher aufgewirbelt wird, zumal es auch noch einen dritten Aspekt in diesem Buch gibt, nämlich ja, so teilweise eine Biografie eines anderen Autors, der, ich weiß ja gar nicht genau wann gelebt hat, also auf jeden Fall Jahrzehnte vor Helen MacDonald, der damals ebenfalls einen Habicht abrichtete und so ziemlich alles falsch machte, was man falsch machen kann. Und das klingt nach sehr vielen Sachen, ne? Trauerbewältigung, Naturbeschreibung, diese Biografie, aber es ergibt ein ganz wunderbares, großes Ganzes, was mich tatsächlich auch sehr berührt hat. Also, damit habe ich trotz des Themas Todes nicht gerechnet, weil es halt sich auch viel um diesen Habicht dreht, um diese Natur, aber ein ganz wunderbares Buch, was halt sehr speziell ist. Ich glaube nicht, dass viele Menschen so nach dem Tod ihres Vaters handeln werden. Das ist ja für die meisten irgendwie sehr, sehr fern, dieses Habicht abrichten, aber das griff wirklich alles sehr, sehr gut ineinander, und dazu kommt auch noch, dass sie eine sehr gute Sprache hat. Ich glaube, sie hat auch ja, englische Literatur oder dergleichen studiert, also sie drückt sich wirklich sehr gut aus und man kann die Emotionen nachempfinden, und ja, insofern eine Empfehlung. Natürlich, wie alle Bücher aus diesem Video. Als nächstes möchte ich über eine in drei Bänden abgeschlossene Comicreihe sprechen, nämlich March. Und das kam damals als eine Empfehlung von Ellen vom Kanal Books by Lanes zu mir. Und das behandelt so ein bisschen am Leben John Lewis die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und obwohl das nicht mein allerliebster Zeichenstil ist, ich hoffe, ich finde noch ein paar Clips aus dem alten Lesemonat, die ich jetzt einblenden kann, weil ich das Buch ja nicht mehr abfilmen kann. Ich meine, ich finde den Stil irgendwie schon sehr passend. Es arbeitet ganz viel mit Kontrasten, es ist schwarz-weiß und dergleichen. Aber wie gesagt, es ist nicht so mein liebster Zeichenstil wie in Allein zum Beispiel oder in The Arrival von Sean Tan. Und trotz des Fakts fand ich das einfach so unglaublich berührend. Also vor allem eben inhaltlich so mitreißend. Das ist immer wieder etwas, vor dem ich oft fassungslos stehe, wenn halt, ich weiß auch nicht, so ein muss man ja schon sagen, so ein groß organisiertes, also Unglück, so eine Ungerechtigkeit über Jahrzehnte hinweg durchgezogen wird, und dann finden sich Menschen, die den Mut aufbringen, dagegen aufzubegehren, und in dem Fall ja auch quasi noch eher, also passiv und ohne Gewalt, und in einer Zeit, in der man, also wirklich, man musste Angst um sein Leben haben, und das finde ich so
beeindruckend, wo solche Menschen dann eben auch ihre irgendwie Motivation hernehmen und wie sie das durchziehen. Und ich frage mich auch immer, ja, woher sie dann quasi auch die Kraft nehmen, da über Jahre hinweg zu kämpfen und sich immer wieder aufzuraffen und immer wieder zurückgeworfen zu werden, teilweise eben auch irgendwie auf staatlicher Ebene. Also es ist ja nicht immer nur so eine 1:1 Interaktion und das ist ja total beeindruckend. Und insofern ein richtig guter Zugang in Comicform, meiner Meinung nach. Ich habe so viel gelernt und fand es aber gleichzeitig auch berührend. Also so eine gute Mischung aus Fakten und Emotionen. Und ja, ich glaube, für diejenigen von euch, die sich eben ganz gerne mit Comics beschäftigen, ist das ein extrem guter Einstieg auch an das Thema. War gut. Zum nächsten Buch gibt es wieder eine Einzelrezension, nämlich Cassandra von Christa Wolf, was mich vor allem sprachlich absolut überzeugte. Also ich bin ein großer, großer Fan von Christa Wolfs Formulierungen, aber auch inhaltlich ist es hier sehr, sehr interessant. Also es geht eben um die mythologische Figur Cassandra und um den Trojanischen Krieg. Also das ist ja die Seherin, der dann quasi niemand glaubt. Und nach dem Fall Trojas wird sie von Agamemnon verschleppt und soll demnächst hingerichtet werden. Das ist quasi so die Rahmenhandlung und da beginnt sie nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren über ihr Leben und die Gesellschaft nachzudenken. Und inhaltlich fand ich hier vor allem die Frage extrem interessant, quasi wer eine Geschichte erzählen darf, eben aber auch die Geschichte, ob die Geschichte immer von den Gewinnern eines Krieges erzählt wird, wem man vertraut, welche Sichtweise dann auch rüberkommt, ob es halt noch unglaublich viele andere Meinungen gibt und dergleichen. Und das halt in Verbindung mit dieser sehr interessanten Frauenfigur war großartig. Aber wie gesagt, eben vor allem auch nochmal die Sprache, das reißt bei mir sehr, sehr viel raus. Und ich muss zugeben, dass es, also ich finde, Christa Wolf schreibt jetzt nicht so ganz normal. Also es gibt ja auch so irgendwie Romane, finde ich, die sind so ganz solide geschrieben. Es ist schon, also ich finde, nicht schwierig, aber es ist einfach etwas ungewohnt, etwas anders, aber sehr, sehr schön. Und Cassandra, würde ich sagen, ist mein Liebling von ihr. Kein Ort nirgends fand ich schon auch sehr, sehr gut, aber ja, hier wurden schon auch sehr interessante Fragen meiner Meinung nach aufgeworfen. Und ja, insofern, das meine Hauptempfehlung für euch, für Christa Wolf insgesamt. Und es sind ja alle Bücher in diesem Video Empfehlungen, aber ich habe nochmal zwei, die so ein bisschen für mich herausstechen. Und Cassandra ist tatsächlich eines davon, was ich euch nochmal besonders ans Herz legen möchte. Wie gesagt, es gibt eine Einzelrezension, in der ich da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehe. Das ist jetzt der einzige Moment im Video, wo ich die Chronologie der gelesenen Bücher etwas unterbreche, denn von einer Autorin las ich zwei Romane und die möchte ich gleich gemeinsam vorstellen, nämlich Milena Michiko-Flaschard, und zwar einmal Ich nannte ihn Krawatte und einmal Herr Kato spielt Familie. Ihre Bücher, zumindest die zwei, die ich bisher las, sind immer sehr, sehr ruhig geschrieben und gehen dann aber trotzdem in die Tiefe der Charaktere. Hier hat man definitiv zwei Außenseiterfiguren. In Herr Kato spielt Familie ist es vor allem, also so ein älterer Herr, der sich vieles nicht eingesteht, der viele Dinge nicht wahrhaben möchte. Und wie das aber immer rauskommt, dass sie das nämlich nie plakativ uns irgendwie hinklatscht, sondern dass wir das indirekt mitkriegen aus dem Miteinander, aus den Formulierungen. Natürlich haben wir auch manchmal die Gedanken der Protagonisten, aber es ist nie irgendwie so ein plumpes, oh ja, ich bin jetzt traurig, sondern wir kriegen das alles ganz wunderbar mit und eben auch so die Charaktere, also auch Dinge, die diejenigen vielleicht, naja, oder selber schon wissen, aber sich nicht so öffentlich eingestehen möchten. Das ist ganz wunderbar und ruhig und schön beschrieben, meiner Meinung nach. Und tatsächlich sah ich die Autorin dann auch live auf der Leipziger Buchmesse in einem Gespräch und fand sie so, so sympathisch und irgendwie auch, also wenn ich jetzt niedlich sage, dann wirkt es vielleicht auch ein bisschen blöd, aber prinzipiell kam sie mir so ein bisschen vor, wie ihre Bücher, nämlich sehr, sehr sanft, sehr nett und sehr irgendwie verständnisvoll für Menschen. Also selbst wenn das nicht immer die sympathischsten Charaktere sind, beschreibt sie die einfach auf so eine, ja, irgendwie nette und komplexe und ruhige Art und Weise, dass ich ihr unglaublich gerne weiter in ihre Geschichten folgen werde. Und sie ist definitiv mit einer der jungen deutschen Autoren oder Autorinnen, die ich so im Blick behalte und von denen ich gerne auch die Neuerscheinungen lesen werde, selbst wenn ich irgendwie noch nicht so wirklich weiß, worum es im Buch geht, weil sie jetzt einfach durch ihre Schreibart so in meinem Gedächtnis verankert ist, dass ich mir sage, das lohnt sich, von ihr mehr zu lesen. Dann möchte ich noch eine Gesprächssammlung empfehlen, nämlich Nirgendwo und überall zu Haus. Das sind Gespräche mit Überlebenden des Holocaust, wobei in dem Fall jetzt Überlebende nicht so definiert wird, dass man tatsächlich irgendwie vielleicht ein KZ überlebt hat, sondern auch Leute, die vorher emigrierten, weil sie eben diese komplette Sache ja trotzdem überlebt haben. Und das ist vielleicht ein bisschen abgeschmackt, wenn ich solche Wörter jetzt dafür benutze, aber das ist einfach so eindrücklich. Ich fand das so vielseitig, so gut, dass Leute natürlich darüber reden, was das für einen riesen Einfluss auf ihr Leben hatte. Aber andere wollen dann auch nochmal betonen, dass das natürlich nicht das Einzige ist, was ihr Leben ausmacht, dass sie nicht darauf reduziert werden möchten. Und natürlich waren das aber trotzdem teilweise eben sehr einprägsame Geschichten, weil sie ihre komplette Familie verloren haben oder dergleichen. Und das ist
Finde ich etwas, was jeder lesen kann. Da braucht man kein besonderes Interesse irgendwie am Zweiten Weltkrieg. Das sind einfach so interessante Menschen, die auch, sind ja alle schon, ja, logischerweise schon in die Jahre gekommen und die haben einfach alle ein komplettes Leben schon geführt. Da ist auch irgendwie viel Weisheit drin. Da ist aber auch immer noch viel Wut drin und das finde ich tatsächlich irgendwie sehr angenehm. Ich meine, natürlich ist es auch schön, wenn man irgendwie ja positiv in die Zukunft sieht oder gleich. Aber ich finde, man sollte das auch nicht verschweigen, wenn es so eine Art, finde ich, eben gerechtfertigte Wut gibt. Also man braucht da nicht die ganze Zeit nur sagen, ach ja, ich vergebe einen, sondern nee, es ist was Furchtbares passiert und es ist in Ordnung, das auch zu benennen und zu sagen, was das für eine Furchtbarkeit war und dergleichen. Furchtbarkeit, naja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Also ist so für mich trotzdem so eine grundsätzliche Empfehlung. Ich meine, das ist halt literarisch jetzt natürlich etwas Besonderes, weil man ja einfach ein Gespräch hat. Das sind Interviews. Das ist jetzt nicht voller toller Formulierungen, aber inhaltlich so unglaublich ansprechend und ich muss das Wort einfach nochmal bringen, eindrücklich, dass ich es eigentlich auch wiederum jeden ans Herz legen möchte. Dann möchte ich euch vom zweiten Buch erzählen, was so ein bisschen extra aus meinen Lieblingen herausstrahlt, nämlich Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Hierzu gibt es nicht direkt eine Einzelrezension, sondern ich bespreche es zusammen mit Schlump, einem anderen Roman über den Ersten Weltkrieg. Dieses hier fand ich aber noch einen Tick besser und einfach ja so mitreißend. Das ist einfach eine wahnsinnige Mischung aus furchtbaren Szenen, ne? Die sind zum Großteil direkt an der Front und es passiert einfach Grausamkeit an Grausamkeit. Dann hat man aber auch mal wieder so ja, einen gewissen schwarzen Humor, so Soldatenklamauk. Es geht um die Kameradschaft zwischen denen und dann wird man aber wieder hineingeworfen in eine Szene, also wo man einfach erschüttert dasteht und das wird sprachlich auch so gut wiedergegeben. Also sowohl also die Gespräche zwischen den Soldaten, die oft ja, sehr dahingeworfen und lapidar, aber damit auch realistisch wirken meiner Meinung nach und dann so tollen Überlegungen über diese Generation an jungen Menschen, die in den Krieg reingeworfen werden. Also ich beginne dieses andere Video auch mit einem Zitat aus diesem Buch, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Also auf jeden Fall zitiere ich einiges aus dem Werk. Ja, also und sicherlich ist es auch harter Tobak. Also es gibt hier wenige Momente, wo man so richtig ausruhen kann. Also selbst wenn er dann mal im Lazarett liegt, wird es deswegen nicht alles gut. Aber sprachlich genau mein Ding, inhaltlich mitreißend und irgendwie eine permanente Erinnerung daran, was im Krieg passiert und was man eventuell nicht nochmal passieren lassen sollte, meiner Meinung nach. Außerdem möchte ich euch noch Sag den Wölfen, ich bin zu Hause empfehlen. Hier geht es um ein junges Mädchen, June hieß sie, glaube ich, die eine sehr enge, tiefe Beziehung zu ihrem Onkel hat, der allerdings schon, also das weiß man von Anfang an, in diesem Buch an einer tödlichen Krankheit eben erkrankt. Wir als Leser bekommen auch relativ schnell mit, was es ist, obwohl es im Buch eben erst später benannt wird, weil auch June es erst später ausspricht. Und das ist für mich, das ist ein Buch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber es hat das richtige Maß an Traurigkeit. Ich finde, es gibt andere, die schrammeln halt eben nicht mehr so an Misery Porn vorbei, sondern da wird so ein Elend auf das nächste gehäuft und das kann ich oftmals irgendwie nicht mehr so richtig ernst nehmen. Und hier war es einfach perfekt. Es war herzzerreißend teilweise, aber dann gibt es auch wieder einfach herzerwärmende Momente. Und das ist im Endeffekt so nahegehend und hat irgendwie trotzdem noch so eine gewisse positive Stimmung, obwohl es die negativen Seiten jetzt nicht totschweigt oder dergleichen, sondern es ist, also ich saß da drin auch dort und habe mir gedacht, mein Gott, das ist ja furchtbar, aber halt nicht im Sinne von, dass da die Autorin irgendwie so in Grausamkeiten rumwühlt und dergleichen, sondern ich fand es sehr, sehr angemessen und ich habe es auch damals schon gesagt, so von der Stimmung erinnert es mich ein bisschen an The Long Way to a Small Angry Planet, wobei das natürlich Science Fiction ist, also es ist eine ganz andere Geschichte, aber einfach so, dass man hat ernste Themen, die man behandelt, aber es gibt so eine positive Grundstimmung und das fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Ein weiteres Buch, was ich heute nicht da habe, weil ich es als E-Book las, aber was sehr beeindruckend ist, weil es mir einfach eine andere Perspektive zeigte, die ich so noch nicht las über dieses Thema, nämlich Der Reisende von Ulrich Alexander Boschwitz. Hier geht es um einen Juden, der direkt nach den November-Pogromen einfach so Hals über Kopf aus seiner Wohnung eben flieht und dann mit der Reichsbahn quer durch Deutschland flieht, weil er nicht weiß, wo er hin soll. Und er ist natürlich quasi in einem im öffentlichen Verkehrsmittel und es kommt dann zu Situationen und Gesprächen, wo einem anfangs, also es ist ein gewisser schwarzer Humor mit dabei, aber da bleibt einem auch wirklich manchmal das Lachen im Hals stecken, wenn halt so andere Leute mit ihm reden und sagen, ach ja, diese Juden nicht wissen, dass sie gerade bei einem Juden sitzen. Und das wird dann aber
immer bedrohlicher. Er ist halt auch so, er weiß nicht, wie man irgendwie illegal über die Grenze geht. Er traut sich das alles nicht. Er ist so eine total bürgerliche Existenz eigentlich und er kann überhaupt nicht glauben, was gerade passiert und weiß dementsprechend auch nicht, wie er damit umgehen soll. Und natürlich ist es manchmal frustrierend, das zu beobachten, weil wir wissen ja, was gerade Sache ist. Aber das gibt es ja immer wieder in Erzählungen, dass man tatsächlich davon hört, dass viele es nicht wahrhaben wollten. Und das wird meiner Meinung nach schon sehr bedrückend, weil das dann auch recht schnell vorangeht, ohne dass es jetzt gehetzt wirkt, aber es gibt auch keine überflüssigen Szenen in diesem Buch. Also wir springen von einem zum anderen und ja, unser Reisender macht sich halt quasi ja, so von einem Ort zum anderen, ohne jemals irgendwo ankommen zu können, weil es ja keinen sicheren Platz mehr gibt. Und das war einfach so ein interessanter Zwischenraum für mich, weil also vieles, was ich aus der Zeit las, dann entweder ist man so direkt im KZ oder es ist eben die Zeit danach oder so, aber so dieses, dass jemand da quasi in diesem dazwischen ist und nicht weiß, was jetzt passiert, war eine total interessante Perspektive, die ich sonst einfach noch nicht hatte. Und da möchte ich nochmal besonders hervorheben, dass dieses Buch 1938 geschrieben wurde, also eigentlich vor den Pogromen, und dass das jemand also vorhergesehen hat, wie es ungefähr passieren wird, und das ist nochmal extra beeindruckend. Also ja, total interessante Perspektive. Beim nächsten Buch finde ich es immer so ein bisschen schwierig, meine Begeisterung dafür ordentlich in Worte zu fassen, weil es so ein unglaublich ruhiges Buch ist, nämlich Stoner von John Williams. Und es wird eben einfach das Leben des Mannes Stoner wiedergegeben. Ich habe gerade seinen Vornamen vergessen. William könnte er heißen. Der ist der Sohn eines Farmers, wird eigentlich an die Uni geschickt, um Agrarwissenschaften zu studieren, und verliebt sich dabei in so einem Extrakurs in die Literatur. Und beschließt dann eben, den Studiengang zu wechseln, wird letztlich auch Professor für Literatur. Und ich kenne kein Buch, was so ruhig traurig ist wie dieses. Ohne große Effekte. Es ist einfach extrem melancholisch. Ich kann auch verstehen, es hat, glaube ich, dann jemand in dem Lesemonat in den Kommentaren geschrieben, dass einen das durchaus auch ein bisschen frustrieren kann, dass Stoner vieles einfach annimmt. Er ist nicht gerade unbedingt ein aktiver Mensch, der dann sagt, ich ändere jetzt etwas, ich will, dass es besser wird, sondern alles passiert ihm, und obwohl es eigentlich nur seinen Alltag beschreibt, steckt da schon, finde ich, auch viel drin, was man eben auf andere oder auf die Gesellschaft allgemein übertragen kann. Das sind schon so ein paar existenzielle Gedanken, was Liebe oder dann eben auch Beziehung und Ehe betrifft, in der eine Liebe eventuell auch zugrunde gehen kann. Auch die zwei Weltkriege spielen zum Beispiel eher am Rande eine Rolle, aber schon haben natürlich Einfluss auf ihn, und Menschen sterben, und drumherum hat man so die Fragen nach der persönlichen Selbstverwirklichung eines Menschen. Es geht auch immer mal wieder um Verlust, es geht um Gesellschaft und Anpassung und wie das eben eventuell auch an der Universität läuft und dergleichen, ob man da so ein bisschen abgeschieden ist von allem anderen oder ob das überhaupt so das normale Leben ist. Und ich weiß, das klingt alles irgendwie so ein bisschen unbeeindruckend oder dergleichen, aber das kam für mich sehr, sehr gut zusammen. Es ist eine elegante Sprache, die nicht zu blumig ist, aber doch immer mal wieder ein paar schöne Formulierungen mit dabei hat. Und für mich war das einfach ein sehr stimmiges Buch. Und in eine ähnliche Richtung wie Allein geht natürlich auch Addison von Torben Kuhlmann. Ich mochte bisher alle seine Bücher, und auch wenn da hier wieder dasselbe gilt wie bei Allein, dass es natürlich für Kinder produziert ist, dass es mich nicht irgendwie in neue Gefilde lockt oder dergleichen, ist es einfach so angenehm zu lesen und macht mir ein so schönes, wohliges, warmes Gefühl, wenn dann halt diese kleine Maus irgendeine Entdeckung macht, und zwar vor uns Menschen, dass ich das einfach sehr, sehr gerne verfolge und auch irgendwie nicht missen möchte, mal so ein positives Gefühl beim Lesen zu haben. Was ich aber auch unbedingt erwähnen möchte, wenn Torben Kuhlmann bitte irgendwann mal ein wirklich nur für Erwachsene konzipiertes Buch veröffentlichen würde, mit solchen wunderbaren Zeichnungen, ich glaube, dann könnte ich glücklich sterben. Also ich finde es halt so wunderbar, der Detailreichtum, und er kann unglaublich gut zeichnen, aber manchmal ist halt in der Geschichte schon so, dass ich mir denke, gut, es ist halt für Kinder. Also man braucht es als erwachsener Mensch dann nicht mehr so kritisch zu sehen, meiner Meinung nach, weil es halt eine niedliche, interessante Geschichte für Kinder ist. Und ich weiß das zu schätzen, wenn ich mal etwas Schönes, Warmes für zwischendurch möchte. Aber was für Erwachsene irgendwann, das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Dann haben wir noch eine Sammlung an Geschichten, die ich euch nahelegen möchte, nämlich Georgien, eine literarische Reise. Und das hat mir einfach ein Land, von dem ich so ein bisschen was wusste, weil ich so 2, 3 Bücher, glaube ich, vorher gelesen hatte, nochmal näher gebracht. Und ich fand das eine ganz, ganz tolle Mischung. Die Idee ist hier, dass immer ein deutscher Autor oder eine Autorin mit einem georgischen Autor oder einer Autorin in ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Stadt oder eine Region Georgiens geschickt werden und dann
quasi irgendetwas darüber schreiben. Also sie können auch nur über die Reise schreiben, sie können darüber schreiben, was das in ihnen ausgelöst hat. Viele auf der georgischen Seite berichten dann eben auch so ein bisschen aus der Geschichte des Landes oder eben ihrer Familiengeschichte. Und das war einfach für mich so ein ganz tolles Potpourri quasi. Da kam so viel zusammen, so viele Meinungen, so viele Sichtweisen. Und manchmal ist es zwar schon so, dass die deutschen Autoren, zum Beispiel Georgien, so etwas exotisieren, aber ich fand, dass das halt immer sehr gut ausgeglichen wird oder dass sie selber dann noch sowas gesagt haben wie, naja gut, ich verstehe schon, dass die halt jetzt eventuell auch nicht immer so diesen Sowjet-Charm aufrechterhalten wollen und nur weil ich das Bild von diesem Land im Kopf habe, muss das natürlich nicht so sein. Das heißt, ich fand das schon sehr gut reflektiert und sprachlich war das halt auch einfach sehr vielseitig. Ich mochte auch zum Beispiel die Gedichte, die der eine veröffentlicht hat. Von Lucy Fricke ist ein Beispiel, also ein Beitrag mit dabei, die ich ja sehr mochte in ihrem Buch Takeshis Haut und wo ich auch zurzeit gerade Töchter lese. Also toll, um ein fremdes Land halt mal auf eine literarische Art und Weise kennenzulernen und eben nicht nur durch einen Reiseführer oder eine Dokumentation oder dergleichen und damit ja für mich sehr, sehr interessant. Ja, und mein neuester Favorit aus dem Jahr 2019 noch, weswegen es etwas schwierig ist, jetzt einzuschätzen, wie lange das eventuell noch in mir nachhallen wird, aber ich denke, es wird für lange Zeit ein Liebling bleiben, und zwar wäre das Another Country von James Baldwin. In einem Vlog lobte ich ja da schon die Sprache und ich war dann ganz verwirrt, als ich in meinem Lesemonat Beispiele gab, hat jemand in den Kommentaren geschrieben, sodass er das jetzt gar nicht so beeindruckend fand, dann muss ich nochmal in mich gehen. Ist es denn gar keine gute Sprache, aber es stimmt schon, dass es jetzt nicht unbedingt... Ja, also blumig ist es auf gar keinen Fall. Es ist natürlich auch immer Geschmackssache, was man als gut bezeichnet. Aber ich finde es vor allem einfach sehr, sehr heftig, sehr passend. Es ist so gut drin in dem Gefühl, was mir halt auch inhaltlich von der Zeit vermittelt wird. Und da passt die Sprache einfach extrem gut dazu. Wir befinden uns hier in den 60er Jahren in New York. Wir beginnen mit Rufus, einem bi- oder homosexuellen Mann, der auch Jazzmusiker ist und extrem am Ende ist. So lernen wir ihn kennen am Anfang dieses Buches, sowohl psychisch als auch finanziell und da einfach so ein bisschen durch die Gassen zieht. Und dann zieht das Ganze aber noch größere Kreise rund um die Menschen in seiner Nähe. Und es war einfach so ein nahes und ich finde eben auch hartes Buch. Also da hat es keiner so total leicht und es geht sehr viel um die Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen, die hier immer wieder auf die Probe gestellt wird, also sowohl in freundschaftlicher Art oder auch auf romantischer Art und immer belastet diese Beziehungen irgendetwas und ich finde, mir ging das sehr, sehr nah. Dazu war es dann auch sprachlich noch sehr gut, sehr mitreißend. Also man ist quasi auch so in einem Strudel. Teilweise ist es wirklich eher so ein Abwärtsstrudel, eine negative Spirale, die einen da so mit reinzieht. Aber ja, gefiel mir sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht nur daran liegt, dass es gerade noch so das aktuellste Buch ist, was ich eben empfehlen möchte. Aber ich glaube, also damit hat James Baldwin mich auf jeden Fall für sich gewonnen. Und ich möchte jetzt noch mehr von ihm lesen. Bin jetzt auch erstmal gespannt auf die Verfilmung von... Also auf Englisch heißt es ja, glaube ich, If Beale Street Could Talk, ne, auf Deutsch Beale Street Blues oder dergleichen. Das hat mich ja als Buch gar nicht so überzeugt, aber jetzt, da ich weiß, wie James Baldwin eben quasi auch auf Englisch im Original schreibt, denn das andere las ich auf Deutsch, möchte ich auf jeden Fall noch mehr von ihm angehen und glaube, dass das ein Autor ist, der mich immer wieder ja berühren kann, aber eben auf eine nicht kitschige Art und Weise, sondern wo man einfach so hineingeworfen wird in fremde Leben und es einem quasi nahe geht, weil man weiß, dass der Alltag dieser Menschen schwierig ist, aber sie trotzdem einfach dafür kämpfen, so das Beste draus zu machen. Und ja, das gefiel mir sehr gut. Ich liebe es, über Lieblingsbücher zu reden. Wer hätte das gedacht? Also es macht mir immer ein unglaublich positives Gefühl. Und das erinnert einen natürlich auch immer wieder daran, was man so an Büchern hat und was so toll war an diesem Lesejahr. Das heißt, es würde mir sehr gut gefallen, wenn ihr mir gerne ein oder natürlich auch mehrere Bücher in die Infobox, in die Kommentarspalte mitschreiben könntet, was so eure Lieblinge waren, die so ein bisschen herausstechen. Das scroll ich extrem gerne durch. Und ich habe natürlich auch eine ewig lange Wunschliste. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich sofort zu all euren Lieblingsbüchern komme. Aber ich mag das sehr, weil man halt, also natürlich bin ich offen für Kritik an Büchern, aber wenn man sich dann einmal im Jahr so nur auf seine Lieblinge konzentriert, das macht mir immer ein unglaublich schönes Gefühl. Insofern danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr mir etwas in den Kommentaren dalasst und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.